Herzlich willkommen heute zu unserem allwöchentlichen Podcast Experts Dubai. Heute mit einer sehr, sehr bekannten Persönlichkeit aus der Schweiz, und zwar mit Jonas Anker. Jonas Anker ist der CEO, Chairman und Founder von Anker Capital in Zürich. Unter diesen Umbrella sind 5 weitere Gesellschaften vertreten. Schwerpunkt dieser Gesellschaft oder Schwerpunkt von Jonas ist das Vermarkten von IP-Rechten und Patenten. Jonas, was mich als allererstes mal interessieren würde, wie bist du eigentlich in dieses Geschäft reingerutscht? Wie hat das eigentlich alles begonnen bei dir? Also erstmals vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, da zu sein, dass es endlich geklappt hat. Wir kennen uns ja schon viele Jahre. Es ist schön, jetzt mal in diesem Format zusammen reden zu dürfen. Ich bin durch Zufall in diese Branche hineingekommen. Ich bin Endstudium. Ich habe Rechtswissenschaften in Zürich studiert an der UZH und bin Endstudium durch Zufall in die Finanzbranche gekommen. Zuerst als reiner Investor Relations Guy in der kleinen Private Equity Venture Firma in Zürich an der Bahnhofstraße. Und so ist eigentlich die Liebe und die Leidenschaft entstanden für das Thema Venture Capital. Private Equity ist ein sehr schwieriger Markt. Man muss viel lernen. Man muss auch mal auf die Fresse fallen, auf Deutsch gesagt. Ich habe viel gelernt, habe mich doch im 2016 selbstständig gemacht und habe durch meinen damaligen CFO 2 schwedische Tech-Entrepreneurs kennengelernt, Serial-Entrepreneurs. Wir wurden dann der Seed-Investor in deren latest Baby. Das ist eine Firma, die heißt Utopia Music AG. Wir sind da als Seed-Investoren mit 600.000 Euro reingegangen bei 6 Millionen Seed-Money-Bewertung. Also wir haben das syndiziert über unser Netzwerk und sind letztes Jahr auf 1,5 Milliarden Company Value gekommen. Wir haben 1,5 Milliarden Euro Pre-Money Valuation, 40 Millionen aufgenommen in 2022. Mhm. Also das wurde unsere erste große Unicorn-Story. Und daneben haben wir diverse andere Deals geholfen, zum Teil vom Grund auf, zum Teil ein bisschen später aufzubauen, als eigentlich ziemlich aktive Venture-Investoren, aber wie gesagt, mit einem starken Fokus auf Venture Building. Also wir tun nicht nur passiv Geld investieren oder racen, syndizieren. Wir versuchen durch unser Netzwerk aktiv Mehrwert zu liefern, oftmals auch über Board-Positionen, wo ich oder enge Vertrauensleute von mir einnehmen in den jeweiligen Target Companies, in die wir investieren. Jetzt, ich meine, es gibt ja sehr viele Firmen, die Investments anbieten in der Branche, speziell in der Schweiz natürlich, aber auch global. Wie hebst du dich denn ab von der Konkurrenz, beziehungsweise wie schaffst du es, dass die Kunden oder speziell auch neue Kunden dir vertrauen? Wie wählst du deine Projekte aus? Also nach was für den Standards arbeitest du dann? Das ist eine sehr gute Frage, David. Ich denke grundsätzlich, das Wichtigste ist die Performance. Also wir haben mit Utopia, wie gesagt, eine Firma von 0 auf 1,5 Milliarden geholfen aufzubauen. Das ist eine große Leistung, das ist ein sensationeller IRR. Wir haben diverse, sehr erfolgreiche Deals geholfen zu strukturieren, zu entwickeln. Also wir haben über die letzten 7 Jahre, seit ich meine Firma habe, über alle Deals hinweg oder über das gesamte Portfolio ein IRR von über 100% erreicht. Das war, wie gesagt, massiv getrieben durch diese Unicorn-Story, das ist klar, aber das ist ja auch Teil von eben unserer Value Proposition. Also ich sage, alle 5 Jahre finden wir wieder einen Deal, der wirklich das Potenzial hat, zu einem Unicorn zu werden. Also ich sehe die Anker Capital ganz klar als Unicorn-Boutique. Wir gehen grundsätzlich nur in Deals rein, wo wir dieses Unicorn-Potenzial sehen. Wir sind extrem vorsichtig bei neuen Deals. Das ist dann ein bisschen die Frage, wie können wir das Vertrauen der Kunden aufrechterhalten, langfristig. Ich schaue mir mittlerweile jährlich um die 300 bis 400 Deals an, weltweit. Und das ist Dealflow über sehr High-Quality-Netzwerk. Also ich arbeite mit vielen großen VCs, PEs, Family Offices, Billionaires weltweit zusammen, wo wir auch rege Dealflow sharen miteinander, austauschen. Also wie gesagt, wir haben einen großen Dealflow und von den 300, 400 Deals machen wir typischerweise 1 bis 2 neue Investments pro Jahr, nicht mehr. Also wir sind extrem vorsichtig
Wie gesagt, wir gehen nur in Deals rein, wo wir eben wirklich dieses Unicorn-Potenzial drin sehen. Sonst machen wir nichts. Wir haben Stand heute 10 Portfoliogesellschaften weltweit, 2 im Silicon Valley, mehrere in UK, eine in Schweden, mehrere in der Schweiz, eine in Australien. Also wir sind recht schön diversifiziert. Wir machen wirklich nur neue Sachen, wenn all die Checkboxes, die wir intern aufgesetzt haben, wenn die alle matchen. Also wichtigste Kriterien für mich sind die Founders. Ich achte sehr stark auf die Founders, sind das Serial Entrepreneurs, die schon mal oder mehrmals Firmen zum Erfolg geführt haben, weil jede Firma hat wieder Pain Points, die man lösen muss, oder? Und ich habe gern Serial Entrepreneurs, die schon mehrmals bewiesen haben, dass sie fähig sind, Firmen durch Krisen zu führen, durch schwierige Zeiten zu führen. Also wir backen, wie gesagt, primär Serial Entrepreneurs, wir gehen primär in Nischenmärkte rein, die aber trotzdem ein sehr großes Total Addressable Market Potential aufweisen, also einen großen TAM. Wir achten sehr stark auf Cap Table und Board. Also gibt es schon große Namen im Cap Table? Wie ist die Board Composition? Sind da wirklich Leute aus der Industrie, die Erfahrung haben, die fähig sind, die Deals strategisch zu begleiten? Vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir haben letztes Jahr waren wir wieder Seed Investor in meinem nächsten großen Unicorn Trade, wenn ich das so sagen darf. Das ist wieder im IP-Bereich. Oder Utopia macht die Tracking und Royalty Collecting für Musikrechte. Also da geht es ums Management von Musikrechten. Musik ist auch ein IP-Right. Unser nächster Unicorn Trade ist RightHub. Das ist eine UK-based Company, die im Legal-Tech-Bereich arbeitet, also die managen traditionelle Patentrechte. Da sind wir reingegangen, wieder als Seed-Investor, zusammen mit einem sehr großen, namhaften VC aus London. Die heißen First Minute Capital. Die sind gebackt von 120 Unicorn-Founders, also ein ziemlich smarter, gut aufgestellter VC. Die sind mit 3 Millionen reingekommen, zusammen mit Anker Capital, in der Seed-Runde von RightHub. Da gab es kürzlich auch einen super Artikel in der TechCrunch über RightHub und eben auch die Seed-Investoren FMC und Anker Capital. Und das war jetzt so ein Deal, war einfach check the box. Also der Gründer hat seine letzte Firma auf 6 Milliarden Pfund Börsenwert aufgebaut, dann erfolgreich verkauft an das US-Konglomerat Clarivate. Ist einer meiner engsten Partner und Freunde, also da ist sehr viel Vertrauen vorhanden. Ein guter Track Record gemeinsam. Das war für mich dann eigentlich fast ein No-Brainer, dass wir da von Anfang wieder dabei sein wollen. Haben da zwischenzeitlich auch schon über 8 Millionen syndiziert, über Anker Capital. 8 Millionen Pfund in dem Fall, ist eine UK Company und sind da sehr, sehr committed. Ich bin dort auch im Board als Observer momentan und werde höchstwahrscheinlich dann als vollwertiges Board-Mitglied auf Ende des Jahres ins Board eintreten. Gut, wenn es jetzt um den Kunden geht oder den potenziellen Kunden für dich, ich meine, es gibt jetzt vielleicht viele Zuschauer, die denken, okay, da geht es um Milliarden, da geht es um viele, viele Millionen. Ab wann ist es denn interessant für einen potenziellen Investor, an dich heranzutreten? Das ist eine sehr gute Frage, David. Ich denke, das ist ein bisschen auch der USP, der Anker Capital. Wir arbeiten nur mit professionellen Investoren, das muss ich klar sagen, oder wir sind gemäß FINMA, dürfen wir nur Geschäfte machen mit professionellen Investoren. Das heißt, Minimum-Ticket sind 100.000 Schweizer Franken pro Investment. Wir haben auch Möglichkeiten, Deals ab 50.000 Euros abzuwickeln. Dann braucht es aber eine sogenannte Opting-out-Erklärung. Also das heißt, der Investor muss sich selber optieren als professioneller Investor. Das ist in den meisten Fällen kein Problem. Sprich, wir sind da fähig, Tickets immer ab 50.000 aufwärts aufzunehmen. Typischerweise, die meisten Tickets, würde ich sagen, sind zwischen 100 und 500.000. Das ist die typische Ticket-Size, mit der wir arbeiten. Wir haben auch größere, also ich habe auch einen Milliardär oder mehrere, die zweistellige Millionenbeträge schon investiert haben in meine Deals. Aber das sind natürlich dann eher die Ausnahmen. Wenn du von Professional Investor sprichst, wie identifizierst du denn einen Professional Investor? Geht es da rein nur um die Höhe des Investments oder geht es da noch um andere Themen, die wichtig sind bei Investoren? Das ist eine gute Frage.
Also das ist, wie gesagt, gemäß FINMA. FINMA ist die Finanzmarktaufsicht, das ist das Pendant zu der BaFin in Deutschland, für all die deutschen Zuschauer. Und die FINMA definiert das so, eben ab 100.000 giltst du automatisch als qualifizierter Investor. Und wenn du darunter etwas zeichnen möchtest, dann geht es darum, wie viel Nettovermögen hast du und ob du schon ein bisschen Erfahrung hast mit Aktiengeschäften. Also es sind eigentlich Thresholds, die die meisten, also jetzt bei uns, die meisten unserer Kunden können die erfüllen. Aber das schauen wir dann im Einzelfall mit den Investoren an. Das ist so ein kleines Formular, das die Anwälte vorbereitet haben. Aber das ist, wie gesagt, meistens kein Problem. Okay. Wie funktioniert denn ein klassischer Deal dann von Beginn bis zum Abschluss? Also es kommt ein potenzieller Kunde, der sagt, ich hätte Interesse, mir das mal anzuschauen und mich mal zu unterhalten über das Thema. Wenn der sich dann entscheidet, das zu machen, wie funktioniert das genau? Wie kann der Kunde da sich drauf arbeiten? Das ist macht sehr Sinn, die Frage, David. Also wir arbeiten grundsätzlich heute über SPVs. Also wir setzen SPVs auf. Ein SPV ist ein Special Purpose Vehicle. Das heißt, es ist eigentlich wie eine Firma, eine AG, die gegründet wird, spezifisch für einen Deal. Und raisen dann Geld über die SPV-Struktur. Wir haben in der Schweiz einen Partner, die heißen LEVA, L-E-V-A, leva.pi. Und die syndizieren für uns die SPVs. Also die setzen die SPVs auf, die arbeiten compliant mit Schweizer Bankengesetz. Sprich, das ist für uns sehr spannend, weil die machen das ganze KYC und AML der Kunden. Das ist eigentlich wie bei einer Bank, wo man ein Konto eröffnet, tut man einmalig sich registrieren, muss einmalig einen KYC-Prozess durchlaufen, wie bei jedem Bankkonto. Dann ist man registriert, ist auf der Plattform. Und auf der Plattform werden dann auch alle Informationen hochgeladen, also alle Informationen rund um den Deal. Dann die Aktienzertifikate werden da hochgeladen im SPV. Shareholders-Updates werden da hochgeladen. Steuerwerte werden hochgeladen. Das ist ein sehr praktisches Tool, sowohl für uns, um die Deals zu managen, wie auch für die Investoren, die da reinkommen. Und die sehen dann auch im Dashboard, oder wenn die 5 Investments machen mit uns, können die einfach auf die einzelnen Deals klicken und haben dann da alle Informationen drin. Okay, alles klar. Gut, jetzt ist da ein Investor onboardet, hat investiert. Ich gehe mal raus, dass der dann regelmäßig informiert wird über die aktuelle Entwicklung. Wie lange ist so ein Investment denn in der Regel? Oder beziehungsweise wie funktioniert das? Wie kann sich der Investor das vorstellen bei dir, wenn er investiert? Unser Ziel ist, dass wir Investments machen mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Also ein überschaubarer Anlagehorizont. Wir haben bewusst von Early Stage Venture bis Late Stage Private Equity haben wir alles im Portfolio. Also sprich, wir können auch mit dem Kunden reden und schauen, was möchte er am liebsten oder was interessiert ihn am meisten. Da haben wir gewisse Flexibilität. Was wir auch machen, wir machen Secondary Trading. Das ist ein USP von der Anchor Capital. Das heißt, wenn ein Kunde nach 2-3 Jahren einen Teil-Exit machen möchte oder auch einen ganzen Exit machen muss aus familiären, privaten Gründen, dann können wir das häufig machen. Wir können das nicht garantieren. Das ist nicht eine garantierte Dienstleistung, aber es ist eine Dienstleistung, die wir, wenn möglich, gerne anbieten für unsere Kunden. Sprich, typischerweise Anlagehorizont 3 bis 5 Jahre. Okay, alles klar. Das hört sich natürlich alles super spannend an. Das hört sich auch sehr professionell an. Ich meine, ich kenne dich schon seit einigen Jahren. Ich weiß natürlich, dass du professionell bist. Und deswegen ist das natürlich ein guter Match, wenn ein professioneller Investor mit einem professionellen Anbieter zusammenkommt. Wir wissen, dass in diesem Markt natürlich auch viele schwarze Schafe unterwegs sind. Und das ist extremst wichtig, dass man auch als potenzieller Investor die Möglichkeit hat, diese schwarzen Schafe zu identifizieren. Was gibst du denn für Tipps? Weil du sitzt ja auf der anderen Seite. Was kannst du einem potenziellen Investor für Tipps geben, nicht in irgendwelche komischen Geschichten reinzufallen? Das finde ich mal eine spannende Frage, David. Grundsätzlich, das Erste, was ich wichtig finde, ist, wie ist eine Firma aufgesetzt? Oder wenn du bei mir auf die Homepage gehst, habe ich ganz bewusst ein Advisory Board aufgebaut von sehr hochkarätigen Leuten. Oder da ist ein Francisco Fernandez drin, das ist ein Selfmade-Milliardär aus der Schweiz.
Das ist ein enger Freund von mir, ein enger Partner, der hat sehr viel investiert in meine Deals. Da ist ein Benjamin Leisinger drin, das ist ein Partner von Homburger, der führenden Schweizer Wirtschaftskanzlei. Also es sind wirklich namhafte Personen aus der Wirtschaft, die sich mit mir öffentlich zeigen, oder? Und das mache ich ganz bewusst, damit eben die Leute sehen, hey, der Jonas Anker, der umgibt sich mit seriösen, erfolgreichen Leuten, die mit ihm öffentlich auftreten, die ihn supporten oder ihn backen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man schaut, wie ist eine Firma aufgestellt, was für Leute stehen dahinter und immer auch darum herum. Das ist was ganz Wichtiges. Und dann auf Dealbasis die Deals prüfen, nicht einfach ein Pitch-Deck anschauen, weil jedes Pitch-Deck schaut schön aus. Jedes Pitch-Deck zeigt eine J-Curve, also das heißt, die Umsätze zuerst, also zuerst Verlust und dann explodieren die Umsätze und die Gewinne, oder? Dieser J-Curve oder Hockey-Stick auf Deutsch zeigt jedes Pitch-Deck, das muss man einfach ignorieren und seine eigene Due Diligence machen, respektive Leute beauftragen mit einer Due Diligence, die sich auskennen mit dem jeweiligen Gebiet. Was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute eine schöne Hochglanzbroschüre bekommen, die hübsch aussieht, und dann haben sie einen netten Verkäufer, den sie sympathisch finden, und dann investieren die zum Teil horrende Summen und nach ein paar Jahren ist es ein Totalverlust, oder? Und ich tue immer als erstes schauen, die Firma im Hintergrund, wie sind die aufgestellt, wer sind die Leute, haben die ein LinkedIn, was steht im LinkedIn, eben dann die Deals spezifisch prüfen mit Leuten aus meinem Netzwerk, die sich in den jeweiligen Bereichen wirklich gut auskennen. Ich denke auch, dass das sinnvoll ist, was du sagst, und wir raten das auch unseren Kunden. Also es geht heutzutage natürlich ganz klar um Visibility, die Leute, die sich nach vorne stellen, kann man natürlich überprüfen. Das heißt, man schaut sich an, sind die unterwegs, sind die exposed, zeigen die sich. Und vor allem, wie lange zeigen die sich? Sind die erst seit Monaten exposed oder schon seit vielen, vielen Jahren? Da kann man natürlich dann schnell mal erkennen, ob etwas seriös ist oder nicht. Und dann natürlich mit den Leuten dahinter und mit dem Track Record, dass im Prinzip sollte ein potenzieller Investor genau das Gleiche machen, was du mit deinen potenziellen Teams machst, oder? Schauen, wer steht dahinter, wie lange sind die da, haben die einen Track Record, haben die schon was erreicht? Gibt es vielleicht Testimonials von anderen Kunden, die sagen, ja, okay, der ist gut. Ist es vielleicht eine Empfehlung von jemandem, der schon mit der Person zusammenarbeitet? Und da können wir dich natürlich ganz klar empfehlen. Wir kennen dich seit vielen Jahren. Wir wissen, was du machst. Und deswegen exposen wir dich natürlich auch auf unserer Plattform. Und freuen uns mit dir, da in diese Richtung zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für das Interview. War wirklich sehr interessant. Wir werden das unseren Kunden natürlich alle zeigen. Und ich hoffe auch, dass viele andere Leute, die noch keine Kunden sind, das sehen und sich dann bei uns melden. Wir werden dich unten verlinken bei uns im Video mit den Kontakt-Details. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel, viel Erfolg, Jonas, mit deinen Projekten und viel Erfolg auf der Suche nach dem nächsten Unicorn. Ich bin sicher, das wird demnächst wieder klappen. Ich weiß, du hast da einiges in der Pipeline. Und dann wünsche ich dir ein super tolles Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit, David, und alles Gute, auf bald.